Hey Leute, euer Sasono hier. Es geht weiter mit Folge 7, aber vorweg möchte ich mich nochmal für den wahnsinnigen Support bedanken jetzt an den Weihnachtsfeiertagen. Ihr seht ja, was passiert ist, das ist Wahnsinn. Ich hab's ja ein bisschen was erwartet, aber das ist einfach nur. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, für euren Support, dass ihr das möglich macht, dass ich mich ja mit YouTube, mit Twitch selbstständig machen kann. Danke, danke, danke und es wird definitiv jetzt auch nächstes Jahr und damit weitergehen. Also, Folge 7. Wir springen einfach mal rein. So grob würde ich sagen, fangen wir an, mal wieder zu zeigen, was passiert ist, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme sind jetzt irgendwie 6 Tage vergangen oder was. Hier waren wir stehen geblieben. Fangen wir einfach mal direkt an mit der Diplomatie. Wie ihr seht, hier fehlt mittlerweile was. Und zwar die Bente und die King. Die hatten einen wichtigen Anruf für ihre Familie. Mussten an den Weihnachtsfeiertagen zu Hause sein. Deswegen habe ich sie nach Hause geschickt. Hier kommen schon die ersten Besucher. Es geht direkt weiter. Ja, schauen wir uns mal die Map an. Der Hugo, der vorher diese beiden Inseln besiedelt hatte, den habe ich mittlerweile auch ein bisschen eingedämmt und auf diese kleine Insel verbannt. Weil ich einfach nur bei ihm einkaufen möchte. Hat er gerade zufällig was? Nice. Die nehmen wir mit. Okapressen. Braucht man immer und immer wieder. Sehr geiles Item. Das ist der einzige Grund, warum man den überhaupt mitnimmt. Oh, Anteile will er auch noch kaufen. Ja, kommen wir gleich zu. In der Südsee habe ich mittlerweile überall Attraktivitätsinseln. Die Kontore füllen sich nach und nach mit Legendaries. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 42 Inseln, auf denen ich durchgehend Besucher bekomme. Also nicht, weil das die Antwort auf alles ist, sondern es sind einfach wirklich gerade 42 Inseln, wo ich durchgehend Besucher kriege. Die Kontore füllen sich und eigentlich hauptsächlich brauche ich ja nur diese Saint D. Arturis, Aura der Erkenntnis. Die brauchte ich 400 Mal. Ich habe jetzt, glaube ich, 70. Aber gestern Abend sind wir so grob mal durchgegangen, was ich an Rathäusern nachher haben werde. Und da ich jetzt so viele Rathäuser baue und auch so eng, werde ich wahrscheinlich mehr davon brauchen. Also rechnen wir mal mit 500 von diesen Mädels. Da ich 70 habe, wird das noch ungefähr 2 Wochen dauern, schätze ich, bis ich die alle habe. Daher wird hier erstmal nicht ganz so viel passieren. Hier haben wir überall was. Okay, hier fehlen anscheinend noch Items. Das bauen wir eben fix fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte in dem anderen Attraktivitätsinseln-Gedöns. Und zwar mit der Nase. Mit Frau Nase, Frau Elise oder Fräulein Elise, die Nase. Besondere Gäste. Einzigartige Spezialisten können ihre Stadt besuchen. Der Effekt muss auf keinem Gebäude aktiv sein, daher ist das komplett irrelevant. Es geht nur darum, dass der Effekt auf der Insel irgendwo gesockelt ist. Also einfach rein damit. Dann haben wir hier unsere ganz normalen Pflanzen, unser Sargasso-See-Set. Es geht einfach nur darum, dass sie hier die 10% Besucher kriegen und hier halt die 3 Tierchen für nochmal 5% mehr. Hier ist die Hafenmeisterei. Da kommen die Sachen rein. Und ich habe angefangen, mittlerweile alle Kontore mit der Lady Banes auszustatten. In dem Fall geht es halt um die Anteilerwerbssperre. Damit der Hugo nicht auf die Idee kommt, einem die Inseln abzukaufen, weil das kann sehr schnell sehr nervig werden, wenn der alle Viertelstunde irgendwelche Anteile kauft. Und die Besucher, die reichen mir ganz ehrlich schon. Da brauche ich nicht auch noch durchgehend das, was er da haben will. Darum kaufe ich mir auch die Anteile von seinen Inseln, um einfach nur diesen Konterkauf zu machen, weil dann brauche ich nur seine Insel kontrollieren und weiß sofort, okay, er fängt an, Anteile zu kaufen. Wenn man das nicht macht, muss man ständig alle Inseln durchsuchen, wo er gerade Anteile kauft. Aber er kauft immer erst seine eigenen. Ja, so sehen auf jeden Fall alle Inseln jetzt aus in der neuen Welt. Alle großen und alle kleinen sind voll mit Besuchersachen. Im Cup sieht es auch schon genauso aus. Da haben wir auch überall die ganzen kleinen, alle mit der Nase voll. Die großen, ja, die 3 großen haben wir voll gebaut mit Stadtsachen. Das hier hatten wir im Video gesehen. Haben wir aufgebaut. Das hier hatte ich euch danach gezeigt.
Ich glaube, einen Tag später oder was haben wir hiermit angefangen. Da habe ich auch sehr lange für gebraucht, gerade für die Ecke, weil hier sind halt zwei Lehmgruben und ganz viele Ölflecken auf dem Haufen. Und Sachen kaputt, wie immer. Aber das hier war echt ein Horror, die Ecke aufzubauen. Und ich bin auch noch nicht zufrieden damit. Aber da muss ich dann später mal schauen, wie ich das ändern kann. Ja, der Strom ist erstmal überall deaktiviert. Ich versorge die Leute weiterhin nur mit Brillen. Können wir hier kurz in die Statistik reingucken. Produktion, alle Inseln, Konsumgüter, Brillen. Ich brauche 155 Brillen und ich produziere 128. Das liegt daran, weil ich es wahrscheinlich verpeilt habe, die Zeitung zu schalten. Die habe ich schon ziemlich häufig verpeilt zu schalten. Okay, das ist nicht so geil. Wie sieht es hier aus? Brillen. Oh Gott, echt mal aufpassen. Brillen sind nur noch 50 Stück drin. Wie sieht es auf den Inseln aus? Oh oh. Hier sind noch 2000. 1000, 1500. Okay, das geht noch. Solange ich die nächste Zeitung nicht vergesse, wird sich das wieder regeln, weil normalerweise brauche ich 80 oder 60 Brillen und produziere 120. Mir fehlt anscheinend Glas. Muss ich auch noch ein bisschen liefern. Hier läuft irgendwie irgendwas nicht. Wahrscheinlich ist hier wieder irgendwas explodiert. Ja, na klar. Ah, das ist... Diese Explosion, ne? Das Feature, das ist echt... Ich hätte es ausgemacht, wenn ich konnte. Ja, mittlerweile haben wir auch die Wetterstellung überall. Die habe ich auf drei Inseln mittlerweile. Eins, zwei und hier ist die zweite. Und hier vorne die dritte. Die laufen auch schon ganz fleißig. Da mache ich aktuell einfach nur die letzte Ausstellung, weil ich diese Dinger hier brauche. Die Bechamelbirnen oder wie auch immer man die aussprechen mag. Ist, glaube ich, auch ein französisches Wort. Und zwar gehe ich einfach immer auf die prächtige Ausstellung. Die kann ich jetzt nicht machen, weil ich habe hier noch keine Tortillas. Da muss ich mich noch irgendwie drum kümmern. Daher lasse ich das immer erstmal. Machen wir die anderen beiden Ausstellungen auch gleich mal mit. Kap. F5 haben wir noch eine. Hier ist kein Strom drauf. Ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas explodiert. Da haben wir auch eine dabei. Nice. Hier habe ich schon Tortillas. Da brauche ich mich also nicht drum kümmern. Und hier ist wieder Strom weggefallen oder so. Darum ist das abgefallen. Die vorletzte Kiste ist leider immer Müll. Da ist irgendwie Saatgut oder so ein Kram drin. Das braucht halt niemand. So, warum ist hier kein Strom? Ach, das war gerade explodiert. Das baut gerade wieder auf. Okay, weil hier läuft nämlich... Ein paar Kraftwerke laufen hier, da müsste da auch hinterherkommen. Ich habe hier auch schon die Items reingefeuert. Es läuft also schon auf Vollgas. Ja, ansonsten, ich habe noch ein paar mehr Holzfäller gebaut. Die beiden haben nicht mal ein Lagerhaus. Kriegen sie halt eins. Hier, kannst du haben. Hier kommen die Besucher weiter rein. Der Lagerhaus. Hier oben sind noch mal meine... Also, dass eine Dynamitfabrik explodiert, kann ich mir vorstellen. Aber das... Ich glaube, ich sollte da mal eine Feuerwehr hinbauen. Das sind einfach meine ganzen Kühlade kaputt. Und ich wundere mich, warum hier nichts läuft. Warte mal, Feuerwehr. Bauen wir hier mal zwei Stück hin, das sollte erstmal reichen. Ja, hier oben hat sich erstmal nichts geändert. Hier haben wir noch so ein halbes Marktplatz-Layout-Dings. Damit ich hier auch auf die Attraktivität komme. Ist auch noch alles irgendwie hingewuselt. Ja, das läuft alles nicht, weil sie keine Kohle hatten. Glas ist auch leer, da muss ich mich gleich mal um die Route kümmern. Und ansonsten haben wir noch die alte Welt. Die läuft auch vor sich her. Die beiden Inseln haben wir mittlerweile abgerissen. Hier sind jetzt nur noch ja, Attraktivitätsinseln in der alten Welt. Egal wo. Das war ja vorher meine Hauptinsel. Die ist auch voll mit Items. Das können wir noch leer machen, sonst vergesse ich das. Ja, hier sind, das war so meine Hauptinsel. Aber hier sammeln sich auch schon die Items, wenn wir hier auf Handelskammer gehen. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Rathaus. Oh, noch keine St. D, schade. Aber wir brauchen auch die Arestella Battaglie. Oder Battaglie? Einwohner sind versorgt mit Sekt. Die brauchen wir eigentlich genauso häufig wie die St. D. Daher wird das Ganze noch ein bisschen länger dauern, bis wir überhaupt wirklich anfangen können zu bauen oder arbeiten. Auf die mittleren Inseln mache ich Schulen, auf die großen Märkte. Hier. Sieht es noch ein bisschen anders aus. Die Insel ist leer. Die bleibt auch erstmal leer. Weil hier haben wir so ein Projekt angefangen. Ich habe hier einfach angefangen, alle Items zu kaufen, die der Eli verkauft. Weil der verkauft über 350 Items und die anderen Händler alle nur 100 ungefähr. Und das ist einfach viel zu viel. Und
Da müssen wir definitiv mal ein Feedback darüber schreiben, dass es manche Items, gerade die Taucherschiff-Items, viel zu häufig zu kaufen gibt. Also von den ganzen Items, die hier im Konto drin sind, sind ungefähr 8% Taucherschiff-Items. Obwohl der Händler nur 8 verschiedene Taucherschiff-Items verkauft. Also 8 von 340 sind im Endeffekt 8%. Und das für ein Taucherschiff, da brauchen wir Feedback. Was machst du hier? Du gehörst zum Hugo. Warum stehst du nicht hier, wo du sollst? Ja, hast Glück gehabt. Hätte er jetzt irgendwas verkauft, was ich gebraucht hätte, dann hätte er meinen auf den Deckel gekriegt. Ja, hier haben wir uns eine Startinsel hingeplant noch. Das war irgendwie vor 2 Tagen oder so haben wir die hingestellt. Hatte ich einen 14-Stunden-Stream. Haben wir die am Stück geplant und aufgebaut. Komplett fertig gemacht. Sind auch sehr, sehr viele Häuser drauf gekommen. Sieht sehr gut aus. Muss aber auch noch vieles abgerissen werden. Das brauche ich halt alles noch für die Besuchersachen. Attraktivität ist hier bei fast 9000. Das ist, ja, ausreichend. Und hier haben wir gestern Abend angefangen. Da machen wir jetzt gleich mit weiter. Da schauen wir uns dann das nächste Mal an ein bisschen, wo wir da waren. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, mal eine Runde tauchen gehen. In der Arktis war ich auch noch nicht. Also wir haben noch einiges vor uns. Daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut's da rein. Euch noch einen schönen Tag. Und ciao.